Videokameras und ihre Gehäuse werden immer kleiner. Doch es fehlt zurzeit an einem breiten Angebot ebenso kleiner und leistungsfähiger Videoleuchten. Was in den Katalogen der Spezialanbieter von Unterwassergehäusen und Kameras an Lichtlösung zu finden ist, können wir von Unterwasserwelt größtenteils nicht ernst nehmen. Meist ist die Lichtleistung und der Ausleuchtwinkel zu gering. Wer mit seiner hochwertigen HD-Kamera der Bildqualität genügendes Licht zum bezahlbaren Preis einsetzen möchte, der landet schließlich bei MBSub. Die Kölner Lichtschmiede von Michael Bienhaus ist seit vielen Jahren aus der Szene nicht wegzudenken. High-End-Lichtlösungen darf man die Produkte ohne Wenn und Aber nennen. Dieses Jahr schwänzte MBSub erstmals die Messe Boot in Düsseldorf und veranstaltete am knapp 40 Kilometer entfernten Firmensitz in Köln eine Gegenmesse. Diese Aktion verlief für MBSub so zufriedenstellend, dass man dort in Zukunft immer parallel zur Boot eine eigene Verkaufsausstellung durchführen wird. Michael Bienhaus hat sein Lampensortiment mittlerweile deutlich ausgebaut und verändert. Die LED-Lichttechnik steht absolut im Vordergrund. Von den ersten LED-Leuchtmitteln ließ man in Köln die Finger, denn dem Ingenieur Bienhaus war klar, dass es nicht lange dauern würde, dass Hochleistungs-LEDs mit hohem Wirkungsgrad zu sinnvollen Unterwasserlichtlösungen führen. Eine dieser Lösungen ist die Stableuchte Photon, die je nach Lampenkopf als Handleuchte mit Spotreflektor oder als Videoleuchte mit Flutreflektor eingesetzt werden kann. Nicht nur bei den verwendeten LEDs hat sich Bienhaus von Anfang an auf Hochleistungsprodukte konzentriert. Auch die Akkutechnologie beschäftigte zuvor schon das Unternehmen intensiv. Im Gegensatz zu den weit verbreiteten Lithium-Ionen-Akkus verwendet man bei MBSub Lithium-Mangan-Zellen. Der große Vorteil liegt unter anderem beim geringen elektronischen Aufwand, der für die Aufladung nötig ist. Die Summe der Vorteile der Lithium-Mangan-Zellen spricht eindeutig für die Verwendung in Unterwasserlampen, die sogar gefahrlos von außen geladen werden können, ohne das Akkufach belüften zu müssen. Auch wenn diese von Sony gefertigten Speicher etwas teurer sind und häufig Lieferzeiten haben, der Aufwand lohnt sich. Die kleine Photon-Leuchte wird mit einem 12,6 Volt Akku mit 1,6 Amperestunden Leistung geliefert. Der Lampenkopf ist komplett austauschbar und mit einer Osram Osta LED bestückt. 6 quadratische LEDs sind bei der Osta auf einem Chip zusammengeschaltet, der rein weißes Licht erzeugt. Die Helligkeit entspricht einem herkömmlichen 50 Watt Brenner. Für unsere Zwecke ist der Videoflutreflektor mit 50 Grad Abstrahlwinkel im Einsatz. Der Schalter erinnert an Produkte der mittlerweile nicht mehr am Markt erhältlichen Marinsolar Videoleuchten. Eine Kunststoffklammer wird mit Magnet von der Nullposition über Rastpunkte zu 50 bzw. 100% gedreht. Nimmt man die Klammer ab, ist damit ein absoluter Einschaltschutz gewährleistet. Die Brenndauer wird bei 100%, also ungedimmt, mit einer Stunde etwa angegeben. Dazu noch 30 Minuten Lotlichtfunktion. Eine völlig entladene Leuchte benötigt 2,5 Stunden Ladezeit. Im Einsatz wurde die Leuchte mit einer Lampenschiene und einem Flexarm von MBSub ergänzt. Das Handling der Photon ist einfach und wirft keine Fragen auf. Im Test wurde die Photon für die Ausleuchtung von Videoszenen verwendet. Betreibt man ein Videosystem ohne Weitwinkelvorsatz, würde der Ausleuchtwinkel völlig ausreichen. Mit Weitwinkel muss man die Leuchte gut zentrieren, damit die Ränder des Motivs nicht im Schatten liegen. Allerdings fällt das eher im Pool ohne Tageslichtanteile auf als im Freiwasser. Die zweistufige Dimmung hat sich als ausreichend erwiesen, die Lichtmenge an die Motiventfernung und das Umgebungslicht anzupassen.
Möchte man optimal bestückt beleuchten, dann werden zwei Photon fällig mit einer längeren Lampenschiene und zwei T-Node-Anschlüssen und auch zwei Flexarmen. Aber auch dann wären so kleine Videosysteme wie etwa für die Sanyok Sakti HD 2000, unserem Referenzsystem, nicht überladen. Die Lichtqualität entspricht Tageslicht. Angesichts der mittlerweile taucherunfreundlichen Behandlung von Sportgepäck bei bekannten Ferienfliegern kann man mit diesem System, das unauffällig im Handgepäck verschwindet, völlig entspannt in Richtung Tropen abdüsen. Eine Photon von MBSUK kostet 472 Euro. Basierend auf dem Photon-Lampenkopf eröffnet sich der Zugang zu einem LED-Lichtsystem, das ausbaufähig ist bis hin zu Tankanlagen und Konfigurationen für technische Taucher. Unter Wasserwelt gefällt dieses Produkt wirklich gut. Erfüllt es hinsichtlich Größe, Leistung und Preis die Wünsche vieler Unterwasserfilmer.